Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute werfen wir einen Blick in die Zukunft und ich habe ein paar spannende Neuerscheinungen für den Dezember gefunden. Ja, es war tatsächlich sehr übersichtlich, was ich in der Liste hatte. Ich glaube insgesamt nur, ja, so eine Handvoll tatsächlich Bücher, die ursprünglich auf der Liste waren. Davon sind, gefühlt eigentlich zwei abgewandert. Ein Buch, was im Dezember erscheinen wird, dann wieder draufgewandert. Und so habe ich jetzt vier Bücher. Richtig wenig, wie ich finde, für einen Dezember, wo man ja so vermutet, dass jetzt so das Vorweihnachtsgeschäft einschlägt. Man vielleicht tatsächlich bei Neuerscheinungen schaut für Weihnachtsbücher, also für die Geschenke. Aber irgendwie, war das irgendwie nicht so. Umso besser, so kann ich mir für den Dezember mal wieder vornehmen, vielleicht einstellig bei den Neuzugängen zu bleiben. Vielleicht sogar tatsächlich mich so auf 5, 6 einzupendeln. Ja, es ist immer so gedanklich sehr schwierig. Aber so einstellig bleiben fände ich durchaus realistisch und ist ja was ich durchaus öfter im Jahr schaffe und was mich dann ja auch immer freut. Das erste Buch, was ich euch vorstellen möchte, wird das neue Buch von Laura Newman sein, wo ich jetzt noch nicht genau weiß, wann es im Dezember erscheinen wird. Ich blende es euch aber natürlich auf jeden Fall ein. Und zwar, ja, sind wir bei 5 Tage mit dir. Ein Buch, das ich im September, Anfang Oktober, Test gelesen habe, mein Feedback abgegeben habe, mich da drin verloren habe. Es ist mal ein ganz anderes Genre für die liebe Laura, denn es wird ein Liebesroman oder es ist ein Liebesroman, ganz ohne etwas Übernatürlichem oder Dystopischen. Und es ist tatsächlich eben auch ein, ich sage jetzt mal, Erwachsenenroman. Sie entfernt sich da so ein bisschen von ihren Jugendbüchern, in denen es ja durchaus auch schon Liebesgeschichten gab, aber eben anderer Art. Mir hat das Buch überraschend gut gefallen. Ich war ein bisschen skeptisch, muss ich ganz ehrlich gestehen, wenn ich von meiner jugenddystopischen Mitlieblingsautorin auf einmal einen Liebesroman bekomme. Ich mochte die Geschichte aber super gerne, diese 5 Tage, die wir die Protagonisten begleiten und natürlich auch so ein bisschen eine Reise dabei haben und natürlich auch diese Liebesgeschichte und ja, die doch mit dem einen oder anderen Zufall und der einen oder anderen interessanten Wendung daherkommt und dadurch natürlich schon etwas auch wieder an besonderem Flair hat. Also ich habe die Geschichte, ich glaube, wirklich so in 2 Atemzügen gefühlt weggelesen. Trotz des Testlesens, wo man ja ein bisschen anders aufmerksamer liest, mir hat die Geschichte gut gefallen. Ich finde auch das Cover sehr speziell, ein bisschen anders, aber die Punkte finde ich großartig in Pink und mit Pink bekommt man mich ja immer. Und ja, das Buch wird im Dezember erscheinen. Folgt mir da einfach auch gerne mal auf Instagram oder auch auf dem Instagram-Account von Laura. Packe ich alles in die Infobox, auch die Infos zu den Büchern. Dann könnt ihr da auf jeden Fall mitbekommen, wann das Buch dann erscheint. Das nächste Buch erscheint am 2. Dezember und ist von Caroline Wahl. Es ist Schatten der Ewigkeit, Zwillingsblut, der Auftakt der Alias-Reihe. Ja, Caroline Wahl ist mir keine Unbekannte. Ich habe vor einiger Zeit, bestimmt 4, 5 Jahre müsste es her sein, die Traumknüpfer von ihr gewesen und gelesen. Und es war ein High-Fantasy-Roman, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und ich habe diesen Wälzer damals sogar mit auf die Buchmesse geschleppt, habe ein kurzes Gespräch auch mit Caroline führen dürfen und sie hat mir das auch signiert und ich fand es wirklich toll. Es war mal eine ganz andere Art von High Fantasy, hat mir super gut gefallen. Dann ist, glaube ich, vor einem Jahr oder 1,5 Jahren ein Jugenddystopie-Roman herausgekommen, der mich aber irgendwie nicht so angesprochen hat. Ganz anders jetzt aber tatsächlich Schatten der Ewigkeit, was mir vom Klappentext super gefällt, was mich vom Cover anspricht und es ist der Auftakt einer romantischen Fantasy-Reihe und diese Mischung kann ganz wunderbar sein oder eine Katastrophe. Ich glaube, viel mehr dazwischen gibt es nicht. Aber ja, es heißt ja so schön, der Start in eine ebenso actionreiche wie romantische Fantasy-Reihe. Und ich finde, das verspricht doch ein bisschen was. Götter, Geister, Fabelwesen. Das sind die Namen, die Menschen den Alias gegeben haben. Die Gestaltwandlerin Kit arbeitet bei der Alias-Einheit, deren Aufgabe es ist, die Sterblichen vor abtrünnigen Alias zu schützen. Nach einer Katastrophe, bei der ihr Partner stirbt, wird sie nach Edinburgh versetzt. Aber auch hier scheint der Tod Kit zu verfolgen. Eine grausame Mordserie erschüttert die Stadt und die Opfer scheinen alle eng mit Kit verbunden zu sein. Gemeinsam mit ihrem menschlichen Partner Keegan versucht sie, den wahren Mörder zu finden und eine zweite große Katastrophe zu verhindern. Allerdings hat sich ein mächtiger Todesdämon ihre Fährte aufgenommen, denn er ist der festen Überzeugung, dass Kit mehr über die Vorfälle weiß, als sie zugibt.
Liebenswerte Figuren, magische Gefahren und ein Schuss Humor zeichnen das romantische Fantasy-Abenteuer von Caroline Wahl aus. Perfektes Lesefutter für Fans von starken Heldinnen und großen Gefühlen. Und ja, ich finde, es klingt mega. Ich finde, dass die Protagonistin mal nicht so 0815 klingt. Es geht hier natürlich schon gefühlt auch wieder ein bisschen in eine jugendlichere Richtung, vielleicht so ein bisschen ältere Jugendliche. Dennoch finde ich es mega. Und wir sind in Edinburgh, es gibt irgendwie Mordfälle zu lösen, es gibt diese Alias, die eben diese anderen Arten von Gestalten sind. Ich bin mega gespannt. Ich finde, das klingt sehr kreativ, innovativ, anders und ich mag durchaus Humor, Romantik und Spannung. Ich finde, das kann wunderbar funktionieren und ich möchte da Caroline Wahl auf jeden Fall ja eine Chance geben. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Teile die Reihe haben wird, ob es 2 oder 3 Teile werden, aber es klingt auf jeden Fall für einen Auftakt super, super spannend. Auch das nächste Buch erscheint am 2. Dezember und ist Der Hof der Wunder von Kester Grant. Ein Buch, was mir durch das Cover aufgefallen ist und ja, ich tatsächlich immer wieder so an dieses Buch dachte, deswegen es jetzt auch auf dieser Liste dann im Grunde geblieben ist. In einem alternativen Paris des Jahres 1823 ist die Französische Revolution fehlgeschlagen. Skrupellose Aristokraten teilen sich die Stadt mit 9 kriminellen Gilden, die die Unterwelt regieren. Zwischen den Gilden herrscht ein brüchiger Frieden. Nina, Angehörige der Diebesgilde, will ihre Schwester Alcema retten. Kaplan, der Oberste der Gilde des Fleisches, spezialisiert auf Menschenhandel und Prostitution, hat sie an sich gerissen. Aber die Diebe wollen sich nicht mit Kaplan anlegen. Die junge weiße Etty soll Nina bei einem verzweifelten Befreiungsplan helfen. Doch unvorhersehbare Ereignisse wie eine Hungersnot und neue Revolutionäre zwingen die ungleichen Verbündeten dazu, sich den verfeindeten Gilden anzudienen. Und bis zur großen Zusammenkunft der Gilden, dem legendären Hof der Wunder, zu überleben. Aber als Kaplan auf die Spur der beiden kommt, droht in ganz Paris ein Krieg auszubrechen. Und das, finde ich, klingt phänomenal. Wir haben hier ein altes Paris, ein alternatives Paris, in dem die Französische Revolution wohl stattgefunden hat, aber nicht so erfolgreich war, wie wir es aus dem Geschichtsunterricht kennen. Wir haben hier die Aristokraten, die geblieben sind. Wir haben hier Gilden, die untereinander auch nicht ganz grün sind. Dass es hier irgendwie Spannungen gibt und natürlich auch ein bisschen, ja, natürlich persönliche Charaktere betroffen sind. Ja, ich finde, es klingt mega. Also dieser Hof der Wunder, das klingt für mich echt Hammer. Ich konnte nicht herausfinden, ob es irgendwie eine Reihe ist oder sonstiges oder ob es ein Einzelroman ist. Ich denke, die Infos kommen dann vielleicht kurz vor dem Erscheinen oder dann, wenn es da ist. Aber ich finde, es klingt mega. Und auch wenn ich jetzt von Frankreich aus der Zeit nur sehr wenig weiß, also so das ein oder andere Buch über Marie Antoinette, kenne ich durchaus, aber diese Idee, dass das fehlschlug und man hier was Alternatives hat, ich finde, das klingt mega spannend mit den Gilden und ja, stelle ich mir großartig vor, dieses historische Setting, was dann doch kein echtes historisches Setting ist, ich finde es mega und Paris und Krieg und also ja, finde ich irgendwie mega spannend, was es da auf sich hat und mich hat das direkt geflasht und begeistert. Das vierte und letzte Buch, was ich euch heute vorstellen möchte, ist ein dritter Teil und zwar der dritte Teil der Leuchtturm-Trilogie von Kira Moon, ist Find Me in the Storm und erscheint am 17. Dezember. Es ist der letzte und finale Teil der Romance-Trilogie, der Leuchtturm-Trilogie. Es begann ja mit Show Me the Stars, was ich überraschenderweise wirklich als Highlight-Buch empfunden habe. Dann ging es weiter mit Save Me from the Night. Ein Buch, was ich noch gut fand, aber die Thematik mir ein bisschen zu weit von dem Leuchtturmflair weg war und mir zu sehr sich um die Protagonistin und ihrer Vergangenheit gedreht hat, was jetzt wahrscheinlich total merkwürdig klingt, aber ihr versteht vielleicht, wenn ihr meine Bücherwoche gesehen habt, was ich meine. Und jetzt kommt der dritte Band heraus. In der Leuchtturm-Trilogie haben wir ja 3 Frauen begleitet, die auch schon in den anderen Geschichten ein bisschen vorgekommen sind. Deswegen ist das jetzt kein Spoiler, wenn ich von der dritten Person sozusagen spreche. Denn ja, hier geht es um Erin, die Ausgeglichenheit in Person ist. Und dann heißt es hier so schön, doch der neueste Gast in ihrem Bed and Breakfast an der irischen Westküste bringt sie ganz schön aus der Ruhe. Joshua Hayes ist ein umschwärmter TV-Star und auch Erin fühlt sich schnell zu ihm hingezogen. Dabei passt er so gar nicht in ihr Leben, das gerade durch einen erbitterten Familienstreit schon kompliziert genug ist. Es wäre völlig unvernünftig, für diesen ebenso undurchsichtigen wie charmanten Mann Gefühle zu entwickeln und nahezu hirnverbrannt auf die ungewöhnliche Wette einzugehen, die Josh ihr vorschlägt.
Ja, Aaron kennen wir schon aus den anderen beiden Bänden. Wir wissen so ein bisschen was über dieses Bed and Breakfast, über ihre Familienstreitigkeiten. Wir kennen sie also schon ein bisschen. Wir werden wohl auch Charaktere aus Band 1 und 2 hier wieder treffen. Wir sind ja weiterhin an der irischen Küste und ich hoffe sehr, dass wir hier wieder ein bisschen mehr Irland-Feeling haben als im zweiten Teil. Ich werde es mit höchster Wahrscheinlichkeit tatsächlich wieder hören, weil ich mochte diese Hörbücher bisher auch super gerne. Ich mag sowohl für Romane gehört sehr gerne. Ich glaube tatsächlich, dass sie mir lesen nicht ganz so gut gefallen würden, aber hörend macht mir es wirklich großen Spaß und werde hier auf jeden Fall auch meine Augen wieder aufhalten, dass Find Me in the Storm dann als Hörbuch bei mir einziehen wird. Und das waren sie jetzt auch schon, die vier Bücher, die ich im Dezember spannend finde, wovon ja eigentlich nur drei wirklich neue Bücher sind, weil das vierte habe ich ja persönlich schon gelesen. Tatsächlich faszinierend. Und drei Bücher schreien ja fast danach, dass es tatsächlich vielleicht einstellig wird dann im Dezember. Lasst euch da auf jeden Fall überraschen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, hat euch eins der Bücher angesprochen? Freut ihr euch auf eins der Bücher? Hat euch eins jetzt einfach so neugierig gemacht, dass es auch auf eurer Wunschliste steht? Ja, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Die Infos zu den Büchern findet ihr in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Und ich bin natürlich auch neugierig, auf welches Buch ihr euch im Dezember freut. Schreibt mir das ebenfalls gerne, wenn ihr Lust habt. Lasst uns da gerne in den Austausch kommen. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.